Laufen, Werfen, Springen. Diese und weitere Disziplinen standen bei der ersten Sportabzeichen-Challenge der Grundschulen im Landkreis Oldenburg auf dem Programm. Bei besten Bedingungen im Wildeshauser Krandl-Stadion nahmen am Mittwochvormittag 360 Kinder aus 7 Schulen an den verschiedenen Wettbewerben für das Sportabzeichen teil. Um 9 Uhr eröffneten Mitorganisatorin Inga Marbach und Schirmherr Carsten Harings die Veranstaltung der insgesamt 19 Klassen, ehe sich die Grundschüler gemeinsam für die verschiedenen Disziplinen aufwärmten. Dann galt es, die eigenen Bestleistungen abzurufen. Neben den typischen Sportarten der Leichtathletik gingen die Nachwuchssportler auch beim Seilspringen, Standweitsprung und Ringwerfen mit jeder Menge Elan zur Sache. Zum Regenerieren konnten sich die Schüler auch in einem kleinen Spielepark auf die nächsten Sportarten vorbereiten. Neben Klettern, Rutschen und Zielwerfen war auch der NWZ-Kinderclub mit einer Station vertreten. Veranstaltet wurde die Sportabzeichen-Challenge von der Sportregion Delmenhorst-Oldenburg-Land, die den gesamten Tag von vielen Helfern unterstützt wurde. An einem Stand konnten sich die Teilnehmer außerdem an einer Obst- und Wasserbar stärken. Zum Abschluss des sportlichen Vormittags erhielten alle Schüler eine Erinnerungsurkunde und eine Trinkflasche und traten mit vielen sportlichen Erinnerungen ihre Heimreise an.